Aus Freude über die guten Ergebnisse habe ich Annelene in einer spontanen Laune nach Dortmund geschickt mit der Bitte um Autogramme von den Spielern. Auf die Lene warte ich bis heute. Die Bank, die ich jetzt im Moment habe, das ist eine Luftbank. Ich bin enttäuscht von den Verantwortlichen. Die haben bisher wenig Humor bewiesen, aber wenn es dabei bleibt, dann haben wir auch keinen Humor mehr und dann gibt es halt nur die Klage. Das ist ja ein ganz großer Verein und ich hätte das jetzt eigentlich nicht erwartet, dass die so sind. Man müsste vielleicht Herrn Zorc befragen, ob er jetzt auf der Bank sitzt oder... Wunderbar, kommen Sie bitte. Perfekt. Lehm noch mal drüber. Und zurück wieder. Das Enttäuschende ist ja... Ja, genau. Ich sehe das genauso. Ich sehe nicht ein, dass ich ein zweites Brett machen soll. Ich habe mir so viel Mühe gegeben bei dem Originalbrett und machbar wäre es selbstverständlich, dass ich ein zweites mir anfertige. Aber ich möchte das nicht. Ich habe aus Dankbarkeit und Freude für den Verein Borussia Dortmund eine Bank mir angefertigt. Diese Bank sollte an meinen Platz kommen in meinem Garten. Das ist die sogenannte Dortmund-Ecke. Und aus Freude über die guten Ergebnisse von Borussia Dortmund habe ich eine Lehne und eine Bank gebastelt und habe in die in einer spontanen Laune nach Dortmund geschickt mit der Bitte um Autogramme von den Spielern. Und das habe ich durchgeführt, diese Idee. Und auf die Lene warte ich bis heute. Ich habe, nachdem ich die Lene fertig hatte, verpackt, ordnungsgemäß, mit einem entsprechenden Stift versehen und das Anschreiben vom Herrn Zorc mit in das Paket gelegt und auf dem Postweg am Postamt Lora verschickt, aufgegeben. Und es hat bis jetzt über ein Jahr gedauert und ich habe von Borussia Dortmund keine Nachricht oder irgendwas erhalten. Das ist jetzt los mit der Lene. Ja, die Lene ist seit über einem Jahr verschollen. Das sind über 400 Tage her. Und ich habe lediglich einen Telefonanruf bekommen von einer Sekretärin, die sich entschuldigt hat. Und ansonsten war nichts. Keine Reaktion. Was haben Sie noch? Ich habe keine Erklärung, warum so ein Weltklasseverein so reagiert. Ich bin enttäuscht von den Verantwortlichen, dass die so reagieren. Wenn
meiner Bitte nicht entsprechend worden wäre oder nicht konnte, dann hätten sie mal so einfach zurückschicken sollen und dann wäre ich auch zufrieden gewesen. Ich hätte meine Bank aber vollenden können. Und sie hätte den Standort bekommen, den ich ausgesucht habe. Aber ich denke, wenn intensiv gesucht wird, dann findet man sie auch. Und ich wäre dann froh, wenn ich sie zurückbekommen würde. Ja, Sie hatten ja Autogrammwünsche. Ich würde mich natürlich selbstverständlich freuen, wenn die Verantwortlichen das veranlassen könnten, dass die Spieler jetzt mal die Autogramme draufschreiben würden und mir zurückschicken. Aber ich wäre auch einfach dankbar, wenn ich sie ohne Autogramme zurückbekomme. Die Bank hat für mich einen ganz klaren ideellen Wert. Von dem tatsächlichen Wert, das ist uninteressant. Für mich ist das ideell, weil ich einfach mit dem Verein verbunden bin und auch verbunden bleiben werde. Für mich ist das einfach eine Freude, wenn ich in meinem Garten bin und ich sehe das und ich kann mich entsprechend mal mit meiner Frau mal draufsetzen oder irgendjemandem das mal zeigen. Nach unseren Recherchen ist die Lene mit 100%iger Sicherheit in der Geschäftsstelle von Borussia Dortmund angekommen. Meine Frau konnte das, den Verlauf bzw. den Weg des Paketes nachvollziehen, und zwar von dem Abgabeort Lora bis zu der Ankunftsstelle in Dortmund bei der zuständigen Geschäftsstelle. Freue mich nach wie vor und ich bleibe auch Dortmund Freund und Fan und Unterstützer. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich ein Spiel sehen kann. Und ich bleibe immer ein Dortmund-Fan. Jetzt sieht es ja so aus, Sie wollen Sie... Die Bank, die ich jetzt im Moment habe, das ist eine sogenannte Luftbank. Ich kann also mich nicht anlehnen und kann mich nicht hinsetzen richtig. Es fehlt einfach die Lehne. Wenn Herr Klopp wünscht, dass ich diese Lehne auf die Ersatzbank, beziehungsweise dass die einige Herrschaften auf der Ersatzbank da bekommen sollen, mache ich auch noch die entsprechende Sitzfläche und sie bekommen eine komplette Bank von mir geschenkt. Das ist mir zu weit. Der BVB soll mir die Lehne zurückschicken und ich übernehme die Versandkosten. Ja, ich bin also, wenn ich jetzt hier so sitze und mir den ganzen Schriftverkehr, den ich mit Dortmund geführt habe, ich habe hunderte von Kopien gefertigt und Dutzende von DIN A4 Bildern und jedes Mal wieder den gleichen Sermon hingeschrieben und kein Mensch reagiert darauf. Und ich sitze jetzt hier auf meiner Bank, das ist die unvollendete. Es ist im Grunde... Ist schon schade, dass es so gekommen ist. Ja. Los geht's. Und los geht's. Und bitteschön. Mal weg bitte. Und wieder hin. Und wieder weg.
Jetzt bitte.